Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part hatten wir ganz, ganz viele schöne Supportgespräche und heute soll es, wie angekündigt, mit der nächsten Kinderquest weitergehen. Zwei Stück dürfen wir noch haben, nämlich die von Hisamo und die von Keldori. Und ich habe mich dazu entschieden, heute letztere in Angriff zu nehmen. Ich denke, die von Hisamo werden wir auch im Anschluss direkt machen, dass wir die schon mal weg haben, bevor wir mit was auch immer dann ansteht, weitermachen. Dementsprechend würde ich sagen, ohne weitere Umschweife, schauen wir einfach mal rein. Beim letzten Mal war die Mission ziemlich angenehm eigentlich in Vermächtnis. Mal gucken, wie es diesmal so wird. Nebenquest 13. Naturtalent. So, da wären wir in der Mission drin. Wir können uns die Karte auch mal ganz kurz angucken. Wir kämpfen quasi an diesem reißenden Fluss hier. Wir haben quasi links und rechts so ein bisschen Ufer, wo die Gegner sich sammeln. So wie diese drei Inseln in der Mitte, wo auch noch mal ein paar Gegner stehen. Keldori selbst ist noch nicht auf dem Feld. Ich weiß auch leider nicht mehr genau, ob sie jetzt hier oben spawnt oder hier unten. Dementsprechend, klar, ich hätte Tsubaki dann gerne passend hingestellt, aber ich weiß es echt nicht mehr, auf welcher Seite sie spawnt. Aber dass Tsubaki eine hohe Reichweite hat, kann er dazu noch einfach rüberfliegen. Das sollte also nicht so das Problem sein. Ansonsten, wir haben einige physische Einheiten auf jeden Fall, auch weiterentwickelte Einheiten, die ganz schön viel Schaden machen. Ich meine 30 Angriff, ne? Wir haben auch einige spezielle Einheiten und auch die sind teilweise weiterentwickelt und machen ziemlich guten Schaden. Da haben wir auch den Boss. Wir haben einen Lieblingsrittmeister mit ihrer extrem hohen Reichweite. Aber ich sag mal so gesehen, nichts Außergewöhnliches. Also klar, schon teilweise ziemlich starke Gegner, auch mitten in unserer eigenen Armee quasi hier. Aber das sollte nicht so das Problem sein. Also die ganzen Gegner, die quasi bei meinen Charakteren stehen, die kann ich ziemlich schnell umnieten. Ich muss halt dann nur versuchen, hier auf jeden Fall dicht zu machen. Da hier überwiegend physische Einheiten sind, kann das Benny auf jeden Fall erstmal machen. Dann hier auf jeden Fall dicht machen. Hier sind ja überwiegend erstmal spezielle Einheiten, abgesehen von dem Held dort unten und dem hier oben. Hier natürlich auch dicht machen. Hier haben wir auch nur quasi eine physische Einheit und den Rittmeister hier oben. Entschuldigung, zwei physische Einheiten, aber auf jeden Fall viele Magier. Und hier ist es wieder so ein bisschen Mischmasch. Also es ist ein bisschen schwierig, weil du hast wenige Charaktere, die wirklich eine gute Resistenz und eine gute Verteidigung haben. Von daher gesehen, klar, wenn es nur Magier sind, stelle ich Azura zum Beispiel rein und gut ist. Wenn es gemischt ist, ist es wieder so ein bisschen schwieriger. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, wie wir da am schlauesten dicht machen können, dass uns nichts passiert. Und vor allen Dingen, wo Keldori am Ende spawnen wird. Aber das kriegen wir schon hin. Ich habe jetzt Sakura zu Hause gelassen, weil ich habe Elise mit. Und Elise ist mir in dem Fall lieber, weil sie hat eine extrem hohe Resistenz. Das kann mir, glaube ich, ganz gut helfen. Takumi habe ich da gelassen, weil er hat schon Level 4 und ich habe Kiragi als Bogenschützen dabei. Ah, ihr seid alle Ersatzbank, Ersatzbank. Gut, Oboro hätte ich jetzt mitnehmen können, aber ich habe ja auch schon Benny und Effi mit. Benny einfach, um ihn jetzt mal zu sehen, jetzt wo er weiterentwickelt ist, und Effi, weil sie noch Training braucht. Ich hätte auch noch Beruka als defensive Einheit. Deswegen habe ich Oboro erstmal hier gelassen. Ersatzbank, Ersatzbank. Gut, und Camilla ist sowieso schon verdammt hoch. Hab mich auch versucht, irgendwie zu positionieren, dass es vielleicht halbwegs ausgeglichen ist. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal. Wie ist das möglich? Es verwirrt nur so von ihnen. Ist denn kein Ende in Sicht? Das Glück scheint gegen uns zu sein. Oh, sehr schön, sie ist da unten aufgetaucht. Das ist gut. Die liebe Keldori. Und ich finde, natürlich, Selenas Haarfarbe steht hier ausgezeichnet. Es ist so das einzig wahre Pairing. Wenn es halt schon geht, Selena und Tsubaki sind ja Nore und umgekehrt, Norin-Unterschiede. Klar, es ist sowieso schön, so ein Pairing mal auszuprobieren aus zwei verschiedenen Königreichen. Aber es passt natürlich super, dass, Keldori, die ja auf Cordelia basiert, die ja die Mutter von Selena/Severa ist, dann quasi, ja, auch wie Cordelia aussieht mit der Haarfarbe. Wobei, sie hatte bei mir, glaube ich, braune Haare, also die von Hana ursprünglich. Das sah auch ganz schön aus. Also ich glaube, Keldori ist so ein Charakter, ihr steht so ziemlich jede Haarfarbe. Aber klar, die ist natürlich besonders episch. Lass mich helfen, Vater. Keldori, du solltest nicht hier sein. Verzeih, ich wollte nicht ungehorsam sein. Doch ich musste die Chance nutzen. Tochter, ich möchte helfen. Das will ich wirklich. Ich bin es leid, allein daheim zu sitzen und darauf zu warten, von Nutzen zu sein. Ich werde nie so perfekt sein wie du, Vater. Aber ich würde es dennoch gerne versuchen.
Ich habe mich in der Kunst des Kampfes und auch in anderen Disziplinen geübt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Natürlich wirst du das nicht, Kaldori. Du bist schon wie ein kleines Wunder. Gut, bleibe und kämpfe an meiner Seite, aber übernimm dich nicht. Das ist immerhin dein erstes Gefecht. Ja, natürlich. Ich gebe mein Bestes, Vater. So schnell kann man mal eben einen neuen Charakter rekrutieren. So, die nochmal ganz kurz einschalten. Gut. Also ich mag sie sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich bin nicht der größte Tsubaki-Fan. Und ja, Kaldori hat auch so ein paar Züge von diesem Perfektionismus. Ein paar sehr viele. Aber sie kommt mir trotzdem sympathischer rüber als Tsubaki, weil sie eben zwar schon vieles perfekt meistert und auch sehr fanatisch ist, was das betrifft. Aber sie ist nicht so arrogant wie er. Und ich mag Cordelia auch sehr gerne. Und ja, ich möchte Kaldori ganz gerne mitnehmen, zumindest mittrainieren. Beim letzten Mal hätte ich das auch schon gerne gemacht, aber ich habe sie erst so spät geholt und irgendwie hat es dann nicht mehr gepasst. Und sie hat jetzt einfach die perfekte Haarfarbe. Deswegen, ja, Kaldori würde ich auch gerne als Luftritterin mittrainieren, weil, naja, Hinoka haben wir noch nicht. Da kann es nicht schaden, noch eine schöne Luftrittereinheit zu haben. Tsubaki zählt nicht. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Klar, sie braucht noch ein bisschen Training, aber Level 17 geht auf jeden Fall. Hat Wunderkind, ja. Hat den Sturzflughieb, finde ich eigentlich auch ganz schön. Glückspilz, das dürfte die Fähigkeit von Selena sein, meine ich. Ich glaube, Tsubaki, genau, hat die andere. Finde ich eigentlich, also Selena hat halt nicht so viele Fähigkeiten gehabt, weil ich sie nicht so gelevelt habe, aber finde ich eigentlich ganz praktisch. Und hat die Kameradschaft, weiß nicht, ob sie auch sowieso selbst gehabt hätte, aber prinzipiell hätte sie die auch von Tsubaki bekommen. Also große Chance, dass sie sich wieder selbst heilt, am Anfang oder am Ende des Zuges, was ich doch ganz praktisch finde. Auf jeden Fall willkommen im Team, meine liebe Kaldori. Ich denke, du wirst auf jeden Fall dich gut machen. So, muss ich erstmal schauen, wie ich das hier am schlauesten löse. Kiragi. 13 Schaden wäre ganz schön viel. Dann nehme ich... Die Sache ist, nehme ich jetzt das Illusions-Yumi und nehme quasi die 5 Schaden mit? Oder nehme ich Stahl-Yumi und riskiere daneben zu hauen und nehme die 13 Schaden? Ach komm, wir... Kiragi, ich verlasse mich auf dich. Du schaffst das. Das sieht so unepisch aus, wenn irgendwer den Drachenbiss aktiviert, der kein Drache ist. Es ist einfach wie so ein Crit. Das ist echt unepisch. Aber haben wir das zumindest auch mal gesehen, wie das denn aussieht. Also ist es ziemlich praktisch, dass er die Fähigkeit natürlich hat. So. Dann, hier sind ja alles nur physische Einheiten. Du wärst noch magisch, aber du kommst gar nicht so weit. Sprich, ich kann Benny auf jeden Fall einfach auf die Brücke stellen und der kann hier alles abfangen. 22 Angriff, 22, 30, aber du hast ja auch 30 Verteidigung. Von daher gesehen, stelle ich dich einfach mal. Was habt ihr für Waffen? Ihr habt alles rote Waffen? Ja, okay. Dann stelle ich dich einfach mal auf die Brücke mit deiner Stahllanze und dann kannst du da warten. So, jetzt müssen wir hier natürlich noch ein bisschen gucken. Hier rüber kommen die ja nicht. Nee, sieht nur so ein bisschen so aus. Die andere Seite. Hier unten sind noch ein paar physische Einheiten. Ihr kommt bis da. Und hier wären noch physische Einheiten. Gut, der muss ja weg, ist klar. Wenn ich mich aber jetzt hier hinstellen würde mit einer Einheit, die speziell ziemlich viel aushält und ihn besiegen würde, dann müsst ihr doch eigentlich auch alles dicht machen, weil die können ja nicht plötzlich diagonal laufen oder über Wasser. Sie haben ja keinen Fujinyumi. Das heißt, ich könnte die ganzen Magier hier abfangen. Das Stärkste, was ich hier sehe, ist 28. Gut, ich könnte Dryer reinstellen, ich könnte aber auch Elise reinstellen. Wie viel Geschwindigkeit habt ihr? Das ist 8, 15, okay. Also doppeln tun die mich nicht. Dementsprechend macht ihr mir gar nichts. Du würdest mir 4 Schaden machen, das wäre aber nicht so dramatisch. So, Bücher sind alle rot. Wenn ich mich also hier hinstelle, am besten mit meinem Eisendolch, dann bin ich da auf jeden Fall im Vorteil. Und ich kann auch auf Distanz angreifen gegen die ganzen Magier. Plus ich dürfte eigentlich nicht in Reichweite von den ganzen physischen Einheiten sein. Weil prinzipiell 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommen die halt nur genau bis da. Okay, also dann kann ich... Ich meine, Dryer hat ja auch keine schlechte Verteidigung bei mir. So schlimm wäre das nicht. Aber gut, 5 Schaden würde ich kassieren. Ist jetzt auch nicht so die Welt und das würde genau reichen, um den zu besiegen. Das sieht gut aus. Eigentlich habe ich Elise nach da unten gestellt, damit ich sie da quasi reinstellen kann.
Aber Elise hat ja auch schon Level 4. Allein durchs Heilen levelt sie auch immer gut. Dann kann Dryer ruhig ein bisschen was machen. Warum nicht? Der hat auch eine extrem gute Resistenz. Hat ja quasi auch nur Level 20. Deswegen jetzt 21. Kann er ruhig auch noch ein bisschen was tun. Also mit ihm bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit der Klasse. Eiserner Wille. Einheit erleidet minus 4 magischen Schaden, wenn ein Gegner den Kampf einleitet. Oh, das wäre gleich ziemlich geil. Also, er bekommt weniger magischen Schaden, wenn der Gegner den Kampf einleitet. Er bekommt weniger magischen Schaden, wenn gerade Anzahl von Zügen da ist und er hat Zauberbrecher. Welcher Magier kann ihm denn noch irgendwas? Ich glaube, ich würde am ehesten echt auf die Resistenz verzichten. Klar, dann hat er 2 weniger Resistenz, das stimmt. Aber er hat so viel gegen Magie und was anderes als Magie greift uns ja im Normalfall nicht an. Also Drachenstein oder so ja normalerweise nicht. Deswegen, ich glaube, ich verzichte echt auf Resistenz plus 2. Er hat zwar nur noch 22, aber wie gesagt, er hat 3 Fähigkeiten gegen Bücher. Also, ne, von daher gesehen. Okay. Ich würde sagen, ich packe euch ruhig mal zusammen, weil mit Tsubaki kann ich ja sowieso nichts anfangen. Hat zwar auch Level 14, aber dennoch. Du wirst schon weiterentwickelt, ne? Aber du hast einen Klingenbrecher, das ist ziemlich geil. 43 KP. 17 Schaden würde ich kassieren, aber ich habe ja Elise daneben stehen. Und ich sag mal so, Effi würde den zwar nicht ganz platt bekommen, aber spätestens Elise dann. Und wenn ich den nicht platt bekomme, habe ich hier auf jeden Fall noch Svenja und Mosu stehen. Ich glaube, ich will wirklich, dass Keldori den hier bekämpft. Klar, sie würde die 17 Schaden kassieren auf jeden Fall. Das tut schon ziemlich weh. Aber wie gut wäre das, wenn sie wirklich den... Ist das ein Held? Den Helden platt macht, dann würde sie erstmal gut Erfahrungspunkte bekommen. Und die kann sie auf jeden Fall gebrauchen, weil sie ja aktuell vom Level her quasi die schwächste Einheit ist. Aber sie ist so toll. Und der Klingenbrecher ist super, dass sie die Waffe hat. Ich glaube, die hat sie auch einfach, damit sie hier so ein bisschen mehr reißen kann. So. Kommt Mosu eigentlich an den dran? Weil Mosu hat auch noch ein niedriges Level halbwegs. Dann... Na, das reicht... Nicht ganz. Na gut, aber du darfst ihn zumindest schon mal anknacksen, warum nicht? Worüber ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, aber die Sache mit den, ich sag mal, angelehnten Charakteren. Ist ja kein Geheimnis, dass Keldori, Rajat und Asugi quasi an Cordelia, Tarja und Gaius aus Awakening angelehnt sind. Allerdings nur angelehnt. Es sind nicht die gleichen Charaktere. Im Gegensatz zu Odin-Owain, Selena-Severa und Leslo-Inigo. Das sind ja wirklich die gleichen Charaktere. Warum auch immer, ich meine, es gibt ein DLC, der das klären wird. Will es auch nicht wissen. Was werden wir mit Sicherheit noch herausfinden? Sonnenfest, bitte. Aber die sind ja wirklich nur daran angelehnt. Und die Geister scheiden sich so ein bisschen. Es gibt Leute, die finden das total episch. Und es gibt Leute, die finden das total doof. Ich stelle mal Svenja mit dazu zur Unterstützung. Ich für meinen Teil, ich hätte drauf verzichten können, ja. Aber ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, dass sie existieren. Also, ich finde es cool. Hätte nicht gedacht, dass die Cordelia genommen hätten. Also Rajat und Asugi, ja. Weil Tarja und Gaius halt sehr beliebt sind. Physisch. Hier wäre noch jemand Spezielles. Aber auch hier ist ja die Brücke vorbei. Wenn ich mich hier wieder hinstelle, blockiere ich auch wieder alles. Ja. Sprich, die Magier kann ich erstmal außer Acht lassen und gucke, dass ich jemanden physischen dahin stelle. 30 ist das höchste. Ich habe hier 25, das ist okay. Sprich, Beruka. Was habt ihr alle? Ihr habt alle rote Waffen, ne? Dann kannst du ruhig die Bronzelanze behalten und wartest hier. Wie gesagt, ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn die jetzt nicht drin vorgekommen wären. Und Keldori hat mich echt ein bisschen überrascht. Ich wusste nicht, dass Cordelia so beliebt ist. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, weil ich die Charaktere auch alle ganz gerne mag. So, die magischen Einheiten, du kommst auch nur bis da. Die beiden kann ich hier anlocken, gibt auch wieder 30. Da muss ich aber dann Kagero hinstellen, aber Kagero hat halt nur 17 Verteidigung. 17 Verteidigung, allerdings doppelt ihr mich ja nicht. Sprich, das wären 5. Und das wären 13.
Sprich 18, das würde ich auf jeden Fall aushalten. Aber dann müssten die anderen auf jeden Fall die hier platt machen. Aber wenn ich das so sehe, ist das, glaube ich, nicht so das Problem. Nehmen wir ruhig die Wächternaginator. Dann bekomme ich nicht so viel Schaden. Na gut, er muss zwar erstmal treffen, aber dennoch. Ja, machen wir das mal so. Also, wie gesagt, Cordelia hat mich ein bisschen überrascht. Aber ich habe auch keine Ahnung, wer in Awakening beliebt ist und wer nicht. Ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt. Also die Idee finde ich gar nicht schlecht, solange sie es jetzt nicht in jedes Fire Emblem einbauen. Das wäre vielleicht... Also einmal finde ich das ganz cool, aber dauerhaft müssen sie es natürlich nicht machen. Und ansonsten... Weiß nicht. Also klar, manche Leute haben sich beschwert, dass quasi die Charaktere so ein bisschen wiederverwertet wurden, weil die sind ja schon ziemlich nah am Original dran. Rajat kommt mir zwar nicht ganz so verrückt vor wie Taja, aber Azugi ist doch ziemlich nah dran und Keldori eigentlich auch. Autsch. Also ich bekomme Autsch, aber sie bekommt auch ziemlich Autsch. Vor allen Dingen mit der Meisteraxt einfach mal. Also ich habe ja meinen Wurfball, okay. Silberaxt, ja, aber mit der Meisteraxt, ey. 60% Crit-Wahrscheinlichkeit. Gut, 18 Schaden ist viel, aber so viel KP, wie ich habe. Und Hana steht auch noch da zur Unterstützung, zur Not. Das passt schon. Also, ich finde das eigentlich schön, dass es die Charaktere hier gibt. Ich mag sie auch alle drei sehr gerne. Och, Charlotte. Charlotte, du hast 60% Crit-Wahrscheinlichkeit. Aber dafür muss sie erstmal treffen. Wenigstens im zweiten Anlauf. Es sei dir verziehen. Du bist trotzdem ein epischer Berserker. Und ich bin froh, dass ich auch mal einen Berserker habe. Also würde mich mal auf jeden Fall interessieren, wie ihr das Ganze seht. So, Kagero. Wenn ich den Räuber durch ausrüste, dann bin ich ein bisschen schneller. So. Ich muss jetzt ein bisschen was einstecken, meine Liebe. Aber nun gut. Hier könnte ich auch eine Heilung gebrauchen, hier oben, wenn ich das so sehe. Na gut, und Hana... Ah, zur Unterstützung dahinter. So, jetzt mal gucken, was passiert. Also ihr könnt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben, aber ich finde schon, dass die drei, also ich beziehe mich jetzt nur auf die drei, eine Berechtigung haben, in dem Spiel zu sein. Beruka sieht übrigens sehr episch aus, als Wyvern Lord. Also es hätte mich nicht gestört, wenn es sie nicht gegeben hätte. Es stört mich aber auch nicht, dass es sie hier gibt. Die beiden sehen auch sehr episch zusammen aus. Hanna hat sogar zwei Schwerter. Habe ich, weiß ich nicht, gar nicht so drauf geachtet. Ryoma crittet eh immer alles weg mit Astra. Da gucke ich nicht so lange hin. Das sieht episch aus. Und ich hatte Rajat ja auch schon mal dabei. Die hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht, vor allem als Hexe. Azugi auch als Ninja, weil er auch irgendwie vergiftete Klinge hatte und Exitus. Und ich glaube Resistenzrauben und alles mögliche. Also das war schon sehr mies. Oh, Waffen-WB. Und jetzt habe ich Keldori. Da habe ich auch schon Pläne, wie ich sie dann spielen möchte, sag ich mal. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, sie macht sich auch gut. Aber ich denke schon. Und noch jemanden ausgezogen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie sich machen wird. Ich freue mich. Hätte sie ja damals auch gerne mitgenommen, einfach um halt alle drei dabei zu haben. Ich habe mich so ein bisschen schlecht gefühlt, sie außen vor zu lassen. Oh, du hast eine Crit-Wahrscheinlichkeit. Wäre jetzt nicht so schlimm. Du machst halt dann auch nicht genug Schaden und du musst mich erstmal treffen. Aber dennoch, das ist gut zu wissen. Gut, der zweite interessiert mich nicht, der mit 0%, also der 0 Schaden macht, wenn er crittet. Aber okay, ich muss nur aufpassen, wenn ich weiterhin angeschlagen werde, dann reicht der Crit eventuell irgendwann. Das wäre ein bisschen ärgerlich. 0 mal 2. Und 4% Crit-Wahrscheinlichkeit. Warum haben die alle Crit-Wahrscheinlichkeit? Das macht mir Angst. Aber ja, ich freue mich, sie auf jeden Fall dabei zu haben mit dieser epischen Haarfarbe. Das wird bestimmt gut werden. Und wie gesagt, es gibt Leute, die boykottieren diese Charaktere mit Absicht, weil sie sich denken, ey, die sind einfach nur recycelt. Aber ich finde sie eigentlich ganz schön. Also, warum nicht? So, Kiragi kommt da leider nicht wirklich dran. So, Benny. Ich habe ehrlich gesagt bei dir gar nicht so drauf geachtet, wie du gerade im Kampf aussahst. Weil du den Gegner einfach weggefegt hast. Du siehst einfach aus wie ein riesiger Fels in der Brandung. Okay. Ja, das passt ganz gut zu ihm. Oh, das waren gute Erfahrungspunkte. Ansonsten ist hier unten erstmal nichts. Aber Kiragi kommt da leider nicht wirklich dran. Na gut. Dann... Machen wir das mal mit Svenja. Die ist zwar auch schon weiterentwickelt und hat ein gutes Level, aber es kann ja auch nicht schaden, mit dem Alpha-Yato noch ein bisschen die Gegner aufzuschlitzen. Vor allem, es leuchtet so schön blau. Und es war ja auch ziemlich eindeutig. Wir hatten ja quasi zwei Leuchten bei Vermächtnis und zwei bei Herrschaft. Deswegen ist es ziemlich klar, dass wir hier alle vier bekommen werden. So.
Es ist immer noch so, dass die physischen Einheiten da alle nicht wirklich drankommen. Okay, dann bleibe ich erstmal mit Dwyer hier stehen. Der steht da eigentlich ziemlich gut. Kann die Gegner schön abfangen. Das gefällt mir. Ich würde ihn ja gerne mal critten sehen. Habe ich ihn schon mal critten sehen? Ich weiß nicht. Er wäre bestimmt trotzdem ziemlich sleepy dabei. So. Ansonsten, hier ist ja eigentlich alles halbwegs safe. Dann würde ich einfach mich so ein bisschen weiter in diese Richtung vorarbeiten. Weil ich glaube auch Svenja und Benny auf der linken Seite, die hält so schnell nichts auf. Na gut, wenn da jetzt irgendwelche magischen Einheiten sind, dann vielleicht, aber dennoch. So, und euch parke ich erstmal hier. Dann hier oben jetzt. Die physische Einheit wollte ich noch beseitigen. Das mache ich auch mal mit Kagero. Ansonsten kommt da ja keiner dran, ne? Du kommst ja wirklich nur... Ja, ihr kommt alle nur genau bis da. Ich meine, wenn ich ihn jetzt besiege, prinzipiell kommt da trotzdem keiner vorbei. Das sieht zu seltsam aus. Ich meine, er ist genau passend angezogen, um gleich ins Wasser zu hüpfen und zu baden, aber trotzdem. Wobei, ich glaube, er wäre ziemlich schnell weg vom Fenster. Strömungen sollte man nicht unterschätzen. Also die Map mag ich echt ganz gerne. Ich mag Kadori gerne. Ja, Stärke und Resistenz, warum nicht? Es ist nur, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so anspruchsvoll, weil du einfach relativ schnell dicht machen kannst. Das Problem ist jetzt nur, dass da auch so viele magische Einheiten sind. Oder genau genommen zwei, die auch genau bis da kommen. Ich markiere dich da oben auch nochmal mit. Du würdest allerdings nur bis da kommen. Das heißt, das wäre kein Problem. Ich habe 25 Verteidigung. Du machst mir keinen Schaden. Du würdest mir 5 Schaden machen. Das wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Und du machst mir auch keinen Schaden. Ich habe 12 Resistenz. Und ich bin auch recht flott unterwegs. Sprich, du würdest mir 8 Schaden machen. Wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Sprich, ich könnte Beruka auch eigentlich einfach da stehen lassen. Dann kontert sie den ersten aus. Wobei, wenn ich jetzt, sag ich mal, Beruka dahin stelle, dann kommt der erste an, wird ausgekontert, ist tot, der Held kommt an, wird angegriffen und dann kommt der Magier sowieso auch an mich dran. Deswegen ist es eigentlich egal, dann kann ich den auch gleich beseitigen. Ich hatte jetzt überlegt, sie da stehen zu lassen, damit der Magier nicht aufrücken kann in der nächsten Runde, aber kann er so oder so. Ich würde den ja tot kontern und dann können sie auch alle aufrücken. Deswegen ist es auch egal. So. Ansonsten auf der anderen Seite. Das sind hier alles magische Einheiten. Der Rittmeister kommt da nicht dran. Der Boss kommt auch nur bis da. 28, nur 20. Sprich, ich könnte eigentlich, weil du ja nur dran kommst, auf jeden Fall Azura dahinstellen. Nimm aber mal dein Heilmittel vorsichtshalber. So. Charlotte lasse ich mal hier stehen. Oh, und Hana. Na, wenn ich Hana da hinstelle, kommt der Gegner dran. Hana bleibt einfach hier. Wen habe ich jetzt vergessen? Kiragi. Es tut mir leid. Du stehst da so unten am, naja, Arsch der Welt. Kann man das so sagen? Da habe ich dich vergessen, Sohnemann. Es tut mir leid. Und das sieht immer noch so seltsam aus. Mit diesem riesigen Holzding. Ach so, du kommst einfach auf mich zu. Ja, gut. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du dich dann besser fühlst. Hilft dir nur nicht so wirklich. Also ich muss sagen, von den Einheiten, die ich jetzt gerade dabei habe, Beruka hat mich sehr positiv überrascht. Also nicht positiv überrascht, aber sie macht sich sehr, sehr gut. Ich meine, sie hat eine super Verteidigung. Ich kann sie quasi auch überall reinstellen, wo ich Effi, Oboro, Benny reinstellen würde. Also sie ist wesentlich defensiver, als ich gedacht hätte anfangs. Sie hält auch speziell ein bisschen was aus. Sie teilt gut aus und dadurch, dass sie jetzt eben auch zwei verschiedene Waffen tragen kann, ist sie auch nicht so extrem limitiert. Also das finde ich super, super toll. Dwyer kann ich nicht beurteilen, wie er in anderen Klassen wäre. Das kann mir vielleicht einer von euch sagen. Aber ich finde, als Dunkelkrieger ist er echt supi. Er hat für jede Situation die passende Waffe. Er hat eine gute Resistenz. Er hat Fähigkeiten, die jeden Magier alt aussehen lassen. Oh, da kommt ein Zauberer auf mich zu. Also das finde ich schon sehr, sehr toll. Kommt nur bis da, okay. Sache ist, kann Benny da so viel machen? Ach, du würdest mir auch nur 5 Schaden machen.
Aber Benny kann ihn nicht besiegen. Kann ich eigentlich auch direkt Svenja nehmen? Yep. Man merkt, dass das Theater ein bisschen stärker geworden ist. Wenn Benny die Magierin nicht besiegen kann. Gut, Svenja müssen wir nicht viel zu sagen. Ich glaube auch wirklich, ich greife lieber mit dem Yato an, weil ich mit dem Yato eigentlich immer doppel. Das Yato sieht irgendwie auch epischer aus, vor allem auch in Cutscenes. Wenn man den Drachenstein ausgerüstet hat in Cutscenes, hat sie einfach nur ein Bronzeschwert, was einfach total daneben aussieht in epischen Cutscenes. Aber abgesehen davon, ich weiß nicht, das Yato sieht epischer aus. Das Yato macht sehr, sehr guten Schaden, mit dem Yato kann man doppeln. Klar, der Drachenstein ist wesentlich defensiver, aber zum Kämpfen selbst nehme ich, glaube ich, echt lieber das Yato. Da bin ich ganz froh, das hier wieder als Hauptwaffe zu haben, weil der Drachenstein, klar, ist super für defensives Kämpfen, aber ansonsten, nee. So. Hier oben. Du kommst genau bis da. Du kommst auch ganz sicher nur bis da. Ja. Sprich, ich kann Azura auf jeden Fall noch ein Feld vorbewegen. Und dich mit der Wächternaginata schon mal platt machen. Azura hat mich auch positiv überrascht. Ich kenne sie ja nur als Dunkelschwinge oder... Ich glaube, die heißen gar nicht Dunkelschwinge hier. Wie heißen die denn hier? Ich habe keine Ahnung. Heißen die doch Dunkelschwinge? Aber in Awakening heißen sie Dunkelschwinge. Und als Kinshi-Ritterin. Beide mal echt super wegen der Reichweite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Dunkelschwinge sieht wesentlich epischer aus. Aber mit der Kinshi-Ritterin konnte ich mir anfangen. Da kommt ein Dovi auf mich zu. Aber wenn ich jetzt hier stehen bleibe, besiege ich den? Nee. Das heißt, ich kann eigentlich erstmal hier stehen bleiben. Hast du eine Distanzwaffe? Nein. Kann den auskontern und den schon mal anschwächen. Dementsprechend nehme ein Heilmittel und warte hier einfach. Ich packe dir Charlotte zur Unterstützung dazu. Achso, die hätte auch angreifen können, aber dann kann der wiederum aufrücken. Ist schon okay so. Kagero stellt sich mal auf die Festung. Hana stellt sich mal mit hier hin. Ja, aber Azura, wie gesagt, in beiden Einheiten oder in beiden Klassen eigentlich ziemlich gut. Als Kinshi-Ritterin hatte sie auch einen größeren Nutzen, ehrlich gesagt. So, da kommen auch die physischen Einheiten dran. Da kommt nur die magische Einheit dran. Sprich, ich könnte Dryer einfach da hinstellen. So. Und den quasi auskontern. So, ansonsten warte ich jetzt allerdings erstmal noch eine Runde, bevor ich was anderes mache. Dann ist der Magier nämlich weg und da sind nur noch physische Einheiten. So, Elise da. Kiragi kann auch mit rüber. So, Mosu kann auf der Festung bleiben, um sich noch ein bisschen zu heilen. Aber Azura als Skaldin, muss ich sagen, finde ich ziemlich episch. Zum einen passt es irgendwie sehr gut zu ihr, dass sie die Klasse behalten hat. Und zum anderen, klar, sie kann ihre Waffenlevel nicht so extrem erhöhen, das stimmt schon. Aber auch so, mit der Wächternaginata, sie hält zumindest speziell gut was aus. Sie macht guten Schaden, sie ist schnell, sie crittet mit der Meisterlanze zumindest auch ziemlich gut. Also da habe ich nichts dran auszusetzen, muss ich sagen. Und das Singen, klar, ist super praktisch, aber auch wenn sie halt selbst zur Lanze greift, finde ich sie echt super. Wen haben wir noch so? Charlotte. Charlotte hat das Problem mit dem Treffen, aber ansonsten, sie macht super Schaden. Sie crittet oft, oder sollte zumindest oft critten. Wie bestellt. Und sie hat 4 KP. Sie hält zwar nicht viel aus in Bezug auf Verteidigung und Resistenz, aber sie hat 4 KP. Und das finde ich halt sehr, sehr wertvoll bei ihr. Und vom Charakter her näher ich mich auch langsam so ein bisschen an. Achso, du kommst jetzt doch durch, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also muss ich schon sagen, so wie da. 55% Trefferwahrscheinlichkeit, aber 55% Crit-Wahrscheinlichkeit. Das ist schon heftig. Also Charlotte muss ich sagen, ich gehe jetzt nur von den Einheiten. Also ich gehe nur die Einheiten durch, nicht die Charaktere so wirklich. Charlotte finde ich auch super. Na, du kommst aber nicht hinter ihn. Vielleicht triffst du ja einfach von hier aus. Warum nicht? Dann habe ich noch Kagero im Hintergrund gesehen. Mein Lieblingsninja, glaube ich. Ich meine, Kase ist auch so ein Kandidat, den würde ich, glaube ich, heiraten, weil er einfach mega lieb ist und alles. Saizo ist auch ziemlich episch. Das auf jeden Fall. Ja, man merkt die Unterschiede. Wenn ich im Waffendreieck im Nachteil bin, dann treffe ich plötzlich nicht mehr so gut. Saizo ist auch cool. Aber Kagero, ich weiß nicht, ich mag ihre künstlerische Ader. Ich mag's, dass sie auch physisch und speziell gut was aushält und ich weiß nicht. Sie ist mir einfach sympathisch und sie ist auf jeden Fall auch eine gute Einheit. So, dann ist da schon mal aufgeräumt. Da kommt ihr beide dran. Aber du hast 36, das ist schon einiges.
Okay. Muss ich gleich mal gucken. Wen haben wir denn noch so? Ich glaube, da oben. Hana haben wir noch. Hana ist sowieso super. Also ich mag sie sehr, sehr gerne. So, hier sind nur physische Einheiten. 30 ist das höchste. Sprich, Effi hätte, aber Effi hat auch nur 18 Verteidigung. Das ist echt gar nicht mal so viel, um ehrlich zu sein. Dann würde ich nur Resistenz bekommen, aber im Umkehrschluss würde Dryer nochmal Verteidigung dazu bekommen. Dann wäre ich bei 21. Dann würde ich hier auch nur einen Schaden nehmen. Gut, hier würde ich 9 nehmen, aber ich habe ja ein bisschen was an KP. Das ist okay. Nee, so von Hana bin ich auch sehr begeistert, aber du kommst gar nicht dran. Du auch nicht. Also locke ich nur den Held an. Alles klar. Ah, den Eisendurch kannst du behalten. So, Elise hat 28 Resistenz. Wenn ich dich dahin stelle, kommt ihr weiter dran. Du machst mir keinen Schaden. Du würdest mir ein bisschen Schaden machen. Outspeedest du mich? Nein. Okay, dann kann ich Elise auf jeden Fall da abstellen. So. Und ich stell mal Kel'Dori mit dazu. Deine Werte sind auch gar nicht so schlecht. Wen habe ich jetzt sonst noch? Ja, wie gesagt, Hana finde ich auch sehr, sehr super als Einheit. Macht guten Schaden, weicht gut aus, ist mir sehr sympathisch. Und euch lasse ich hier erstmal stehen noch. Dann sehe ich da noch Elise. Elise liebe ich sowieso. Und sie hat so unglaublich viel Resistenz, das ist echt krass. Na gut, ihr könnt euch von mir aus gerne mal hocharbeiten. Ihr kommt sowieso nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Benny, habe ich Benny schon erwähnt gehabt? Benny hat mich auch überrascht, dass er so viel defensiver ist als Effi. Hätte ich gar nicht gedacht. Kann an Revelation liegen, weil Benny einfach ein höheres Level hatte von Anfang an. Aber ich weiß nicht, Benny, er hat 30 Verteidigung. Ich meine, gut, er ist weiterentwickelt, Effi nicht, aber auch ohne den Vergleich zu Effi, das finde ich echt super. Also doch, auf jeden Fall. Dann, gut, Kel'Dori muss ich noch so ein bisschen ausprobieren. Dwyer, habe ich ja sowieso gesagt, ist so praktisch mit den verschiedenen Waffen. Effi ist noch ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Ich hoffe, die fängt sich auch noch so ein bisschen. Kiragi, ja, habe ich auch noch nicht so oft im Einsatz gesehen. Und Mosu finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ich bin sehr zufrieden mit meinen Einheiten. Das wollte ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Moment. Ich euch mal kurz noch mit dem markiere. Na, der Rittmeister kommt leider ziemlich weit. Ja, der Rittmeister kommt bis da. Das finde ich nicht so lustig. Okay, gucken wir mal eben anders. Du kommst bis da. Hier unten. Um den kommen wir sowieso nicht herum. Ist so die Sache. Dementsprechend mache ich dich einfach schon mal platt, weil ansonsten komme ich da sowieso nicht raus. Und wenn ich da doch nicht rauskommen möchte, kann ich mich mit Kiragi und Mosu steht da, glaube ich, noch auch ein bisschen zurückziehen. Alles kein Problem. Also Dryer macht sich in der Schlacht auch ziemlich gut. Der kassiert die ganzen Erfahrungspunkte ab. Da habe ich auch jetzt schon 3 Level hochgegangen. Aber warum nicht, ne? Hat seine Resistenz schon wieder ausgeglichen. Kiragi hat 14 Verteidigung. Würde also 8 Schaden nehmen. Mhm. Aber so rein theoretisch, wenn ich den direkt abschieße, und selbst wenn ich von beiden die 8 Schaden nehmen würde, wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Aber so könnte ich den einen schon mal loswerden, dann hätte ich nur den anderen. Und den Schaden kann man auf jeden Fall in Kauf nehmen. Wow, Kiragi. Wow. Wow. Ich meine nicht, dass du jetzt drauf gehst, aber wow. Kiragi ist so der Meister darin, mit... Ich komme nicht dran. Na gut, dann muss Mosu hier warten. Kiragi ist so der Meister, mit 80% daneben zu hauen. Das ist irgendwie verdammt traurig, dass er es schon so oft gemacht hat. So. Lass mich nochmal kurz gucken. Dich könnte ich auch da oben anlocken, aber ich glaube... Wobei, ich könnte Elise auch dahin stellen. Mit Azura zusammen. Dann kann ich da den Boss auf jeden Fall weiterhin anlocken. Das ginge. Wenn ich dich nochmal eben mitmarkiere. Dann würde ich hier nämlich einmal wechseln. Und das Heilmittel nehmen.
Dann kann Elise sich auf jeden Fall um den Boss noch kümmern. Hannah muss aber mal aus der Reichweite. Und Keldori kann eigentlich mit nach hier unten. Wenn ich das so sehe, wie viel Schaden bekomme ich? 9. Ja gut, aber 9 mal 2 würde ich auch aushalten. Von daher gesehen, vielleicht macht sie es ja besser mit ihren 83%. Also, ich will Kiragi unbedingt mittrainieren, weil ich einfach die ganzen Königskinder auch im Einsatz sehen möchte. Und weil ich ihn so süß finde, wie er immer reinschreit. Yay! Aber meine Güte, aktuell ist er echt so ein bisschen mein Sorgenkind. Jedes bisschen zählt, das stimmt. So, ja gut. Und ihr, ich glaube, ihr könnt da nicht mehr so viel machen. Ich habe am ersten Mal echt gedacht, es würde Verstärkung spawnen. Da ging ich felsenfest von aus, weil es sonst viel zu einfach gewesen wäre. Aber es ist keine Verstärkung gespawnt. Deswegen gehe ich davon aus, dass es diesmal auch nicht passieren wird. Ach, Kiragi. Ich gebe dir gleich noch eine Chance. Keine Sorge. Ach, du gehst auf... Oh. Oh. Das war mein Fehler. Das war definitiv mein Fehler. Ich habe nicht gesehen, dass er an Mosu rankommt. Ich meine, sie hätte es überlebt, ja. Also er hat ja auch nur, glaube ich, 52% Trefferchance gehabt. Hätte sie auch ganz knapp nicht gekillt. 24, ich habe 25 KP. Wenn er allerdings getroffen hätte und gecrittet hätte, dann wäre Mosu jetzt tot. Also das war definitiv mein Fehler, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass er bis da unten kommt. Aber gut, aus Fehlern lernt man oder so. Deine Trefferchance ist irgendwie unterirdisch. Autsch. Das will ich überleben. Aber nicht, wenn du crittest. Kiragi, irgendwie ist das ziemlich doof. Du könntest... Aber das würde auch nicht reichen. Können wir erstmal den Magier hier beenden? Ja, können wir den bitte einfach irgendwie wegschaffen? Bitte? 14 ist okay. Der macht mir etwas Angst. Aber ich finde auch... Also ich habe mich ja schon verbessert, was Fire Emblem betrifft. Aber ich mache trotzdem noch Fehler, so wie gerade. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, dass man dann im Let's Play auch sieht, okay, passiert. Von daher gesehen, ist es, glaube ich, auch nichts, wofür man sich schämen muss. Und vor allen Dingen, wenn ich sage, dass das dumm war, dann muss niemand anderes in den Kommentaren sagen, dass das dumm war. Das werden trotzdem Leute tun. Das tun immer Leute. Ja, wäre schon mal nicht schlecht. Also selbst wenn ich zum Beispiel im Part sage, ich weiß, das und das hätte man besser machen können, es gibt immer Leute, die das trotzdem nochmal in die Kommentare schreiben müssen. Hättest du mal Minute, keine Ahnung, 40-2 das und das gemacht, dann wäre das und das passiert, was aus diesem und jenem Grund besser gewesen wäre. Ah. Aber gut. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal Dryer machen. 89 ist das Beste, was ich haben kann. Okay. Damit der auf jeden Fall verschwindet, weil auf Kiragi kann ich ja irgendwie nicht mehr vertrauen. Sieht so episch aus, wie er sich einmal aufteilt. Wie er quasi Doppelteam einsetzt. So. Dann ist hier unten schon mal aufgeräumt. Dann nur noch hier oben. Aber da ist halt so ein bisschen das Problem, dass halt beide drankommen. Ich hätte einen Plan. Eventuell. Du bist ein Rittmeister. Aber deine Verteidigung und so weiter ist eigentlich... recht ähnlich. So. Beruka, ich parke dich schon mal hier. Und bei dir muss ich dann mal gucken. Weil ich würde dann einfach Svenja und Beruka hochschicken, um schon mal den einen Platz zu machen. Und ja. Dann mal gucken, was ich mit dem anderen mache. Muss ich echt mal gucken, wenn ich da gleich noch mit hochschicken möchte. Als zweites, weil Keldori könnte ja potenziell noch da hochfliegen. Ich weiß aber nicht, ob sie gegen den Magier so viel machen kann. So, jetzt nur mal aus Interesse. Wenn ich mit Beruka hier hinfliege. Beruka kann natürlich nicht so viel machen. Du würdest mir 13 Schaden machen. Wärst dafür aber auch weg vom Fenster. Du würdest mir 15 Schaden machen. Sprich, insgesamt, wenn ich dich jetzt beseitigt habe, ist ja egal, wen von beiden, dann würde ich hier im schlechtesten Fall die 15 Schaden kassieren, hätte ich also noch 20 KP. Und im nächsten Zug hier nochmal die 13 Schaden kassieren,
was ich aber auf jeden Fall überleben würde. Und vielleicht trifft er ja auch nicht. Von daher gesehen, machen wir das jetzt einfach mal. Da müssen wir jetzt durch. Das ist ja eigentlich das Schöne an Fire Emblem, wenn sie jetzt nicht gerade critten oder so, dann, natürlich triffst du auch, dann machen sie im Normalfall nicht plötzlich mehr Schaden. Also du kannst dich da schon drauf verlassen, wenn da steht, der macht 15 Schaden, dann macht er nicht plötzlich 17 Schaden oder so. Weil das könnte deine Kalkulation ziemlich durcheinander werfen. Oh, sehr schön. Allerdings könnte ich... Moment, das war schon richtig. Auf Nummer sicher gehen. Und hier einmal hochheilen, so ein bisschen. Kann Elise noch ein Level-Up abkassieren und dann haben wir es auch geschafft. Also die Mission war eigentlich ganz angenehm. Finde ich persönlich. Resistenz sammeln. Braucht kein Mensch. Ja, hier steht da unten eigentlich alle ganz gut. Okay. Dann greif mich ruhig an. Achso, du gehst auf Distanz. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet, weil normalerweise Distanzwaffen sind meistens schwächer. Deswegen, wenn ich mit den stärksten Waffen rechne, kann mir da nicht so viel passieren. Ja, das passt. Ich meine, er macht mir sowieso nicht so viel Schaden. Selbst wenn ich ihn jetzt nicht besiegen kann, ist das kein Weltuntergang. Dann haben wir die Kaldori-Mission auf jeden Fall auch ein zweites Mal geschafft. Ist eigentlich eine ganz schöne Mission, wie gesagt. Ich mag die Map, ich mag Kaldori, ist jetzt nicht so schwer. Kann man sich einfach so ein bisschen durchprügeln. Man muss einfach nur gucken, dass man von vornherein halbwegs vernünftig steht. Dann kann einem eigentlich nicht so viel passieren. Also ich hatte Spaß damit. Ich hoffe, ihr auch beim Zuschauen. 8 Züge, ja. Das ist voll okay. Tatsächlich gibt es auch im Rahmen der Sidequest selbst einen Zusatzdialog, wenn Selinda die Mutter von Kaldori ist, was ich echt interessant finde, weil die Mütter ja normalerweise gar nicht auftauchen in den ganzen Kinderquests, zumindest in den Gesprächen. Das hat mich dann auch so ein bisschen überrascht. Aber mir wurde ja auch schon gesagt, wenn Selena eben die Mutter von Kaldori ist und Kaldori basiert ja auf Cordelia, der Mutter von Selena/Severa, dann gibt es eben so ein paar Extra-Dialoge. Und ja, ich bin mal gespannt. Also Kaldori ist ja nahezu perfekt. Auch perfekter als Tsubaki, ist ja allerdings gar nicht so klar. Deswegen bin ich mal gespannt, was die beiden jetzt so zu bereden haben. Was die Supports betrifft, ich werde auf jeden Fall versuchen, den B- und den A-Support freizuschalten. Soweit ich weiß, der C-Support ist eigentlich ziemlich gleich. Ich glaube, ein einziger Satz ist anders, das lohnt sich also nicht zwingend. Aber B- und A-Support hören wir uns auf jeden Fall auch an zwischen den beiden. Aber erstmal, wie gesagt, würde ich ganz gerne wissen, was die jetzt noch zu bereden haben. Hab dich gefunden. Hallo, Kaldori. Gütiger Himmel, Mutter, hast du mich erschreckt. Wie beeindruckend du aussiehst, wie immer. Ich frage mich, wie du das machst. Ha, nun, Kaldori, es gibt etwas, was ich dir erzählen sollte. Als du klein warst, hast du deinem Vater sehr geähnelt. Aber jetzt... Die Zeit tut, was sie möchte. Wie meinst du das? Wie seltsam. Die Zeit tut... Ha, wie sage ich das bloß? Erinnerst du dich an die Geschichte über meine Mutter? Ja, natürlich. Du hast mir viel über Großmutter erzählt. Sie war eine perfekte Ritterin. Ich dachte oft, dass du und Großmutter euch sehr ähnlich seid. Eigentlich bist du wie meine Mutter. Du bist ihr Ebenbild. Bei den Göttern, sieh dich doch nur an. Dein Gesicht, deine Stimme. Die Art, wie du bist. Jede Bewegung. Jedes Wort, das du sagst. Wirklich? Ich wünschte, ich wäre ein bisschen so wie diese großartige Frau. Ich muss noch härter an mir arbeiten, um ihr Andenken zu ehren. Nun, das machst du bereits gut, aber... Ruinier es nicht. Ja, ich schwöre, ich gebe mein Bestes für dich, Mutter. Na gut, na gut. Entschuldige, ich wollte nicht überreagieren. Und ich verspreche, ich werde nicht sterben. Oder dich verlassen. Ha? Was, Mutter? Wie kommst du darauf? Ha, nun, vergessen wir einfach, dass ich etwas gesagt habe, Tochter. Eieieiei. Das war interessant. Und da sind wir auch schon wieder im Schloss angekommen. Wo bist du denn? Da ist Kaldori. Ja. Also sie hat auf jeden Fall schon mal Level 18 und sie hat sich auf jeden Fall schon mal besser geschlagen als Kiragi in dieser Mission. Ich glaube, Max-Level hat keiner erreicht. Vielleicht nach der nächsten Mission. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal dann die von Hisame in Angriff nehmen. Ob wir die in einem Part schaffen, weiß ich nicht, aber ich meine, die war jetzt auch nicht so schlimm. Es war so eine random Ungesichter-Mission. Da bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt. Und vielleicht können wir Charaktere wie Effi, wie Kiragi oder Kaldori dann auch mal auf Max-Level bringen, dass sie sich auch entwickeln können. Weil ich glaube, auch wenn sie dann wirklich den Powerschub haben durch die Entwicklung, dann können sie vielleicht auch ein bisschen mehr reißen. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!
Ciao, Leute.